Ronja und wir schauen heute eine weitere Folge animierte Geschichte. Ich habe 10 Mütter. Die Easy hat mir die empfohlen, ja? Also, die meinte neulich zu mir, hey, hast du das schon gesehen? Und ich war tatsächlich, nein. Es tut mir leid, ja? Ich habe ein paar Mal den Top-Kommentar vergessen. Es gibt aber nach wie vor den Top-Kommentar. Das heißt, wenn ihr unter dieses Video kommentiert, dann habt ihr eine Chance, unter dem nächsten Video am Ende eingeblendet zu werden. Und wenn ihr schon da unten seid, abonniert diesen Kanal, wenn ihr mein Gesicht öfter sehen möchtet. Ich habe jetzt übrigens neue Haare. Also, die sind jetzt blond. Ich habe sie gefärbt. Bei mir zu Hause. Es hat nicht gut geklappt. Man sieht es tatsächlich in der Kamera gar nicht so sehr. Also jetzt auch mit dem Greenscreen. Das ist hier. Das ist nicht mein Verdienst. Das ist grün. Also das ist wegen dem Greenscreen. Hier. Das ist kein echtes Flugzeug. Ich sitze in meinem Zimmer. Ich habe nur Greenscreen, weil ich den für was anderes brauchte und zu faul war, den abzubauen. Deswegen, hey, willkommen in meinem Privatjet. Aber bevor ich jetzt weiter rumrede, wir fangen jetzt an mit dem Video. Vor 3 Monaten war ich allein zu Hause, als bei mir zu Hause jemand klingelte. Es war dunkel und ziemlich unheimlich. Dennoch war ich sehr neugierig, wer mich an diesem Abend so spät besuchte. Nein! Schließlich beschloss ich nachzusehen. Okay, dadurch, dass der Titel hier ist, ich habe 10 Mütter. Ich denke, das ist jemand, der sagt, hey, du wurdest adoptiert von einer Familie und wir nehmen dich jetzt mit. Oder irgend sowas Wirres, ja? Das ist so eine animierte Geschichte, da kann sowas passieren durchaus. Ich öffnete die Tür und sah einen jungen und besonders gut aussehenden Mann. Klassiker. Ich war fassungslos. Nichtsdestotrotz war ich in der Lage, kein Wort zu sagen. Also ich war überwältigt von seiner großen Figur und seinen tiefblauen Augen. Mein geheimnisvoller Prinz hat sich vorgestellt. Er kam jedoch mit der lahmsten Ausrede der Welt. Er sagte, entschuldigen Sie die Störung, aber mein Reifen ist geplatzt. Sind Sie allein oder gibt es jemanden, der mir helfen kann? Oh. Ich vermutete, er bezog sich Frauenfeind, auf meinen Vater. Oder? Direkt ein Frauenfeind. Als ob die nicht ihren Reifen wechseln kann. Ich kann keinen Reifen. Ich könnte es vielleicht. Doch, ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, könnte ich einen Reifen wechseln. Eine andere, ja? Stärkere Figur. Wie auch immer, ich bekam Angst. Die Realität traf mich und plötzlich wurde mir bewusst, dass er mich ausrauben, entführen oder sogar etwas Schlimmeres tun kann. Mach die Tür zu! Und ich bin mir sicher, dass die Veränderung in meiner Einstellung bemerkt hat. Ich war blass wie ein Tuch. Um mich zu beruhigen, trat er einen Schritt zurück auf die Veranda und beschloss, die Wahrheit zu verraten. Er sagte, ich werde dir nicht wehtun, aber du musst mir zuhören. Ich war kurz davor, ihm die Tür ins Gesicht zu schlagen. Aber etwas ließ mich warten. Guck mal, wie gemein er schon aussieht. Mit der gemeinen Falte zwischen seinen Augen. Ich werde dir nicht wehtun. Das ist das, was Serienmörder sagen. Zu hören, was er sagte. Er begann die Geschichte, indem er erklärte, dass er mich monatelang gesucht hatte. Er wollte mich jedoch nicht erschrecken. Und so kam er zufällig als Fremder vorbei. Ich wurde ohnmächtig, als ich das hörte. War er ein Wahnsinniger? Ein Psychopath? Wahrscheinlich. Nein. Er war mein lange verschollener Bruder. Was? Was für eine Wendung der Ereignisse. Das ist eine Mein Wendung ganzes der Leben Ereignisse. Lang glaubte ich, ich sei das einzige Kind. Ich hatte nie jemanden, mit dem ich meine Geheimnisse teilen oder kämpfen konnte. Meine Eltern haben mich immer verwöhnt, da ich der einzige Überleg mal, du kannst einfach mit niemandem kämpfen. Ich habe immer gekämpft mit meinem Bruder. Ständig. Es war ein Fest, ja, bis er dann größer wurde und stärker wurde als ich. Allein Einzelkind sein fände ich auch nicht gut. Punkt der Aufmerksamkeit war. Könnt ihr euch vorstellen, welche Emotionen ich durchmachte, als ich das hörte? Ein Bruder. Ein 24-jähriger, großer und gut aussehender Bruder. Ja, also mit dem gut aussehenden ganz piano, ja? Es ist dein Bruder. Die Geschichte noch komplizierter. Schließlich beschloss ich, meinen Bruder einzuladen. Wir unterhielten uns stundenlang, aber er wollte die Geschichte, wie wir miteinander verwandt sind, nicht erzählen. Zumindest nicht, bis meine Eltern nach Hause kamen. Ich konnte die Verwirrung auf seinem Gesicht bemerken. Er dachte, ich wüsste, dass ich einen Bruder habe. Deshalb wollte er auf meine Eltern warten. Oder soll ich sagen, unsere Eltern? Ja. 2 Cappuccinos später kamen meine Mutter und mein Vater schließlich um Mitternacht an. Darf ich Sie daran erinnern, dass ein Fremder in unserer Wohnung war? Es war offensichtlich, dass meine Eltern nicht einmal wussten, wer er war. Sie nahmen zunächst an, dass er mein Freund sei. Ah. Oh mein Gott, jetzt geht das schon wieder los. Mein beschützender Vater hatte immer das Bedürfnis, mich gegen die männliche Art zu verteidigen. Aber am Ende 20? Des Tages war ich seine kleine Prinzessin. Er hat also Gründe für sein Handeln. Aber ich war dabei, 20? Gegen meinen Bruder zu kämpfen. Meine Eltern waren die ganze Zeit so, hey, und, hast du mal einen Freund? Und ich bin so, nein. Und dann so, und jetzt? Und man war dann nur so, nee. Hör auf, du weißt, wer ich bin. Und ich bin dabei, es dir zu sagen. Hör auf! Lange Rede, kurzer Sinn. Bin. Wir alle konnten unsere Frustration beruhigen und setzten uns auf die Couch. Plötzlich fing meine Mutter an zu weinen. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so verwirrt wie jetzt. Sie sagte, ich hoffe, dass das, was wir dir jetzt sagen werden, uns nicht weniger lieben oder schätzen lässt.
Ich ging davon aus, dass sie meinen Bruder zur Adoption freigegeben Vermutlich, haben. Oder? Und sie wollten nicht, dass ich sie verurteile. Sofort entwickelte ich meine Theorie, dass sie jung und in Panik waren. Anscheinend wollte ich ihnen gerade verzeihen. Aber glaubt mir, wenn ich sage, dass ich weit von dieser Wahrheit entfernt war. Was ist da passiert? Meine Mutter hat gestottert. Trotzdem wollte sie diejenige sein, die die ganze Geschichte enthüllt. Sie begann damit, dass sie mir von ihrer Schwangerschaft mit ihm erzählte. Sie erwähnte Sinn. Nicht einmal meinen langen verlorenen Bruder. Als ich sie fragte, warum sie diesen Teil überspringt, antwortete sie, du wirst es verstehen. Was haben sie denn Anscheinend mit diesen Häusern animiert? Anscheinend gab es an dem Tag, an dem ich geboren wurde, ein Erdbeben. Um genauer zu sein, wurde ich in unserem örtlichen Krankenhaus geboren. Okay. Meine Mutter hatte tagelang zu kämpfen, bevor ich mich entschied, herauszukommen. Tagelang? Offensichtlich war ich schon im Mutterleib unentschlossen. Das ist eine Eigenschaft von mir, die viele Handlungen erklärt, die ich in meinem Leben unternommen habe. Wie auch immer, ich wurde im Juni geboren. An diesem Tag wurden 16 weitere Babys im selben Krankenhaus geboren. Okay. Es sind nicht viele, aber wie ich schon sagte, es ist eine kleine Stadt. Und ich sollte froh sein, dass es im Moment noch nicht mehr Babys gab. Ich weiß, es klingt verwirrend, Wieso solltest du froh sein, dass es im Moment nicht noch mehr Babys gab? Ich bin so verwirrt von dem Ganzen. Stehen, wenn ich die Geschichte zu Ende erzähle. Okay, erzähl die Geschichte zu Ende. Während des Gesprächs sagte meine Mutter zu mir, wie du bereits weißt, sehen alle Babys gleich aus. Das Könnt ihr euch vorstellen, wie schockiert ich in diesem Moment war? Meine eigene Mutter konnte mich nicht auseinanderhalten. Alle Babys Habt ihr mich sehen? Im Krankenhaus Hä? Mit einem anderen... Stopp, es gibt erstens gibt's hässliche Babys und hübsche Babys. Zweitens riechen Babys, glaube ich, auch unterschiedlich. Und sind die nicht beschriftet? Also, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber die haben doch so ein kleines... So, Krankenhausbändchen um den Arm oder um den Fuß oder so. Ihren Baby vertauscht und erklärt das meinen verlorenen Bruder? Nun, ich wünschte, es wäre so, aber die Realität ist viel schlimmer. Als meine Mutter mich zur Welt brachte, wie alle anderen Mütter auch, wollte sie mich riechen, mich umarmen und festhalten. Ja. Mein Vater war während der ganzen Reise direkt neben ihr. Sie waren begeistert, dass sie eine Tochter haben. Sie träumten ihr Leben lang davon, ein Mädchen zu haben. Deshalb bin ich so verwöhnt, wie ich bin. Sie haben mir wirklich alles gegeben, was ich mir jemals gewünscht habe. Von den ausgefallensten Kleidern bis zu den teuersten Spielsachen. Okay, sie haben sie nicht vertauscht. Sie haben mit Absicht das Mädchen genommen, und weil sie einen Sohn gekriegt haben. Und sie haben den Sohn weggegeben und haben deswegen quasi, weil sie lieber das Mädchen wollten. Was aber nicht erklärt, warum der Bruder 24 ist und sie 20. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du keinen Vierjährigen mit einem Säugling verwechselst. Das ist nicht, was meine Eltern besonders macht. Sie haben mir immer zugehört, ihre Zeit und volle Aufmerksamkeit mein Anliegen gewidmet. Meine Mama und mein Papa lieben mich bedingungslos und sie werden mich immer lieben. Was also könnte dann passiert sein? Ich verstand die Welt immer noch nicht. Zurück zu der Geschichte. Okay, Meine Mutter Geschichte. Musste mich den Krankenschwestern übergeben. Dann wurde ich mit den anderen Babys zusammengelegt. Das ist das übliche Krankenhausverfahren. So ist das Problem immer noch nicht zu erkennen. Aber wie ich bereits erwähnte, gab es im Krankenhaus ein Erdbeben. Ja. Die wichtige Tatsache ist, dass alle diese Katastrophe überlebt haben. Es gab kein Opfer oder einen Unfall. Sterben Nun, Leute außer Erdbeben? Dem Opfer der Wahrheit. Wurden zusammengefercht und an einen sicheren Ort gebracht. Das Problem ist, dass das Krankenhaus unsere Identitäten nicht gut im Auge behalten hat. Wieso? Es gab im Moment keine verfügbaren DNA-Tests, deshalb beschlossen sie, dies geheim zu halten. Hä? Jahrelang waren sich die Eltern über dieses Problem nicht im Klaren. Nein. Die ganze Zeit Nein. über glaubten sie, dass das Krankenhaus ihnen ihr Baby gab. Genauer Hä? Gesagt, es waren 10 weibliche und 7 männliche Neugeborene. Nach einigen Jahren kam die Wahrheit ans Licht, aber es war bereits zu spät. Die Eltern haben starke Beziehungen zu ihren Kindern entwickelt. Meine Eltern wollten mich von klein auf nicht in eine so belastende Situation bringen. Schließlich haben sie mich geliebt, als wäre ich ihr eigenes Blut, auch wenn ich es nicht war. So schockierend es auch klingt, mir wurde damals bewusst gemacht, dass ich 10 Mütter habe. Sowohl Was? Meine Mutter als auch mein Vater brachen in Tränen auf. Wieso 10? Wie kommst du auf die Zahl? Weil es 10 weibliche gab? Aber das sind doch nicht alles deine Mütter. Du hast eine Mutter. Du wurdest nur vertauscht. Was überhaupt gar keinen Sinn macht, by the way. Weil du ein Bändchen um deinen Arm oder um deinen Fuß hast. Mutter fing an, meinen neuen Bruder zu verfluchen. Sie fing an zu schreien und zu fragen, warum er gekommen ist. Sie war zu 100% davon überzeugt, dass ich sie beschuldigen oder sogar als völlig Fremde zurücklassen werde. Aber sie hatte Unrecht. Ich habe meine Eltern nicht beschuldigt. Nicht einmal für eine Sekunde. Ich war nur schockiert über diese neue Information. Könnt ihr euch vorstellen, herauszufinden, dass ihr 9 weitere Mütter, 9 weitere Wieso Väter hast und einen ganzen Haufen Geschwister Nein. habt? Nein! Nein! So funktioniert Genetik nicht, junge Dame. So funktioniert Genetik.
richtig nicht. Du hast keine 10 weiteren Eltern. Also ich verstehe ja noch, ja, dass eine von diesen Elternpaaren deine Eltern sind. Und dass du dann vielleicht ein weiteres Elternpaar kriegst. Ein weiteres. Aber du kriegst nicht noch mehr Geschwister. Natürlich spreche ich nur hypothetisch. Ich weiß, dass ich nur eine Mutter und einen Vater habe. Ja. Aber wer sind sie? Sind das die Menschen, bei denen ich mein Leben lang gelebt habe? Vielleicht. Oder sind es Menschen aus einer anderen Kultur? Oder mit anderen Werten? Aber ich wollte sie trotzdem kennenlernen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich meine Mutter und mein Vater im Moment gefühlt haben. Vielleicht dachten sie, dass ich sie für meine richtigen Eltern verlassen würde. Wenig wussten sie. Ich habe sie immer als meine einzige Familie gesehen. Was ist jetzt mit dem Bruder? Nun zurück zu der Geschichte meines lange verlorenen Bruders. Okay. Ich bin sicher, dass ihr euch fragt, warum er nach mir gesucht hat. Wenn er wirklich ihr Bruder ist, ist er dann der leibliche Sohn der Eltern, bei denen sie jetzt lebt? Als er ein Mädchen traf, das im gleichen Alter war wie seine Schwester oder das Mädchen, mit dem er zusammenlebte. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, wer verwandt ist und wer nicht. Oh, okay, als er das Mädchen traf, spürte er sofort eine Verbindung. Sie begann zu reden und sich zu verbinden. Nach einer Weile entdeckte er, dass sie am selben Tag und im selben Krankenhaus wie seine Schwester geboren wurde. Verstehe. Es war einfach ein zu großer Zufall. Okay, nee, verstehe. Jetzt, das macht auch mehr Sinn. Ich habe die ganze Zeit irgendwie gedacht, sie wollen darauf anspielen, dass der Bruder eins von den vertauschten Babys war. Aber der war einfach nur ein Kind, was schon früher da war und siehst das. Okay, es tut mir leid, dass ich so gepöbelt habe. Es tut mir leid, animierte Geschichte. Monate mit Recherchen und kam dem Geheimnis des Krankenhauses auf die Spur. Dann beschloss er, seine Eltern mit der Wahrheit zu konfrontieren. Er fragte sich, ob das bei ihm lebende Mädchen wirklich mit ihm verwandt sei. Obwohl dies ein gut gehütetes Geheimnis war, beschlossen seine Eltern, die Geschichte zu enthüllen. Wie meine Eltern wurden auch sie einige Jahre nach meiner Geburt mit dem Problem vertraut gemacht. Es war genau zu diesem Zeitpunkt, als mein Bruder versprach, allen 17 Babys die Wahrheit zu sagen. Er wollte sich nicht an dieser riesigen Manipulation beteiligen. Das ist nett. Angeblich war ich das 8. Mädchenbaby auf seiner Liste. Er verfolgte uns alle und führte mit jeder Familie dieses schwierige Gespräch. Er spricht wenig dafür, dass er unser Held war. Voll der gute Guy. Ich kann jedoch nicht erklären, wie ich mich im Moment fühlte. Es war ehrlich gesagt ein Gefühlschaos. Ich fühlte Wut, Traurigkeit, Glück, aber letztendlich war ich dankbar für die Wahrheit. Ja. Aber welchen Weg hätte ich wählen sollen? Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich die Tatsachen ignorieren oder mich auf die Suche nach meinen leiblichen Eltern machen sollte. Ich war 20 Jahre alt und hatte keine Ahnung, wer ich war, wo ich herkomme und wer meine Eltern sind. Die vergangenen 3 Monate waren eine Achterbahn der Gefühle. Aha. Und warum habe ich nicht sofort einen DNA-Test gemacht? Das klingt wirklich einfach, aber an meiner Stelle würdet ihr das nicht so empfinden. Wieso? Meine Eltern waren nicht die einzigen, die Angst vor der Wahrheit hatten. Sie dachten, sobald ich entdecke, dass ich nicht ihr Kind bin, würde ich sie in den Stich lassen. Im Moment hatte ich Angst vor der Realität. Es war einfacher, das Thema zu ignorieren und mit der eigenen Welt zu leben. Ja, doch, es macht schon Sinn. Die letzte Frage, die mein Schicksal bestimmte, war, was wäre, wenn ich mich in einen Verwandten verlieben würde? Was würde passieren, wenn ich meinen lange verlorenen Bruder auf der Straße treffen würde? Nun, ich wäre mir nicht bewusst, dass wir miteinander verbunden sind und in diesem Alter führt eins zum anderen. Niemand kann meine Sicherheit garantieren. Also ist jetzt halt nicht das vorwiegende Problem. Das vorwiegende Problem ist, dass du halt nicht weißt, ob deine Eltern sind. Aber im Endeffekt haben die dich großgezogen 20 Jahre lang. Macht's wirklich einen Unterschied? Woher deine Gene kommen? Ja, also ich glaube, für mich wird's keinen Unterschied machen. Honestly. Und ich glaube, für die meisten nicht. Und ich meine, also such halt deine Eltern, wenn es dich interessiert. Dann weißt du auch, wer deine Geschwister sind. Weil ich meine, das ist ganz cool, oder? Wenn du vorher keine Geschwister hattest und dann hast du auf einmal Geschwister und kannst dich mit denen anfreunden. Das klingt für mich wie ein positiver Punkt. In einer Blase zu leben. Also beschloss ich, mutig zu sein, meine Wurzeln und meine wahre Identität zu entdecken. Ich wollte wissen, welche von den 10 Frauen meine biologische Mutter ist. Ich muss zugeben, es war nicht leicht, den Test zu machen. Wir machten eine schwere Zeit durch. Und ihr werdet nicht glauben, was ich entdeckt habe. Mein ganzes Leben war eine Lüge. Oh. Diese Menschen, mit denen ich seit 20 Jahren zusammenlebe, waren nicht meine leiblichen Eltern. Das bedeutet, dass ich vielleicht einen Bruder oder eine Schwester habe, die ich nicht kenne. Das könnte da wusste sein. Ich, dass ich handeln musste. Ich rief sofort den Bruder an, der mich besucht Hallo, hatte. Hallo Bruder, der mich besucht hat. Er hatte die Kontakte der meisten Babys, die am selben Tag im öffentlichen Krankenhaus Babys geboren alle wurden. So. Viele von ihnen machten DNA-Tests und bestätigen die Beziehung zu ihren Eltern. Jedenfalls gelang es ihm nicht, alle weiblichen Babys zu finden. Mm. Eines von ihnen war nirgendwo zu finden.
So glücklich ich auch bin, es war wahrscheinlich das Baby, mit dem ich vertauscht worden war. Also was sollte ich jetzt tun? Meine Eltern unterstützen mich in meinem Handeln. Sie wollten auch ihr Kind kennenlernen. Aber wie ich bereits erwähnte, nahm meine Mutter dies schlimmer auf, als ich dachte. Sie begann mit Angst und Depression zu kämpfen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich sie begann mit Angst und Depression. Das ist eine klassische Entscheidung, so nach dem Motto, oh ja, ich glaube, ich fange mit Angst an. Ah, cool, habe ich auch neulich. Letzte Woche habe ich mit Angst angefangen. Das Haus verließ, um nach meiner leiblichen Mutter zu suchen, hatte ich das Gefühl, dass ich ihr das Herz ein bisschen mehr brach. Mit jedem Tag, mit der ich der Wahrheit näher kam, entfernte ich mich weiter von meiner Mutter. Also musste ich einmal wählen. Als Menschen treffen wir jeden Tag zahlreiche Entscheidungen. Das sind zu viele Schachfiguren. Das ist es, was es unterscheidet. Das ist es, was unsere Persönlichkeit und unser Gesamtbild ausmacht. Alle sagen, dass man mit zunehmendem Alter vor immer heikleren Entscheidungen steht. Je älter man wird, desto größer werden die Probleme und die Sorgen, aus denen die Kindheit kommen, ein komisch vor. Trotzdem hätte ich nie gedacht, dass sich mein Leben zu einer solchen Tragödie entwickeln würde. Ich war lange Zeit auf der Suche. Ich ging ins Krankenhaus. Ich durchsuchte alle Stadtunterlagen und sozialen Netzwerke. Ich tat alles, was in meiner Macht stand, um meine Familie zu finden. Ich wollte das Mädchen treffen, das seit 20 Jahren mein Leben lebte. Ich wollte sehen, was ich verpasst habe und was ich ihr genommen habe. Schließlich erhielt ich einen Anruf von der örtlichen Polizei. Letztendlich haben sie meine Familie gefunden. Ich hatte ein offenes Gespräch mit meiner Mutter. Ich sagte ihr, dass sie immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben wird. Sie war und wird für immer meine Mutter bleiben. Am Ende verstand sie, warum ich diesen Schritt tun musste. Also beschlossen wir, gemeinsam zur Polizei zu gehen. Das ist doch schön. Wir dachten, dass die Geschichte nicht schlimmer werden konnte. Aber als wir bei der Polizei ankamen, hörten wir das herzzerreißendste Ereignis unseres Lebens. Die Familie und die anderen sowohl meine leibliche Mutter als auch das Mädchen, mit dem ich vertauscht wurde, hatten vor 3 Jahren einen Autounfall. Es wurde der Polizei gemeldet und so haben sie sie aufgespürt. Ich denke, ihr versteht bereits das katastrophale Ende meiner Erzählung. Sie waren tot. Das Mädchen, das mein Leben gelebt hatte, war nicht mehr am Leben. Überleg mal, wie lucky du sein musst. Du bist Baby. Du bist in einem Krankenhaus. Du würdest nicht vertauscht werden, aber ein Erdbeben kommt, wodurch die Baby vertauscht werden. Du kommst in eine Familie und das rettet dich konsequent davor, in einem Autounfall ums Leben zu kommen mit 20, beziehungsweise mit 17. Diejenige, die den Platz einnahm, lebte ein Märchen. Mein ganzes Leben lang bekam ich alles, was ich wollte. Ich hatte die besten Eltern und Freunde, die mich am meisten unterstützten. Guck mal! Sollte ich dankbar sein, dass ich im Krankenhaus getauscht wurde? Oder sollte ich mir die Schuld dafür geben, dass ich ihren Platz eingenommen habe? Das ist doch nicht deine Schuld, du sowohl bist ein Baby ich als gewesen. Auch meine Mutter verloren einen Teil von uns selbst, als wir die Nachrichten hörten. Wir kamen nach Hause und erzählten meinem Vater alles. Auch er konnte die Wahrheit nicht akzeptieren. Immerhin war ihre Tochter tot. Es wird Jahre dauern, bis wir zu unserem normalen Leben zurückkehren konnten. Wir werden nie in der Lage sein, die Familienmitglieder zu vergessen, die wir nicht kennengelernt haben. Wenn es um meinen biologischen Vater geht, werde ich ihn in der Zukunft treffen. Im Augenblick bin ich noch nicht bereit, ihm und seiner neuen Familie die Hand zu reichen. Ah, sind nur die Mutter und die Dings gestorben. Schließlich weiß er nicht einmal, dass es mich gibt. Am Ende des Tages spielt es keine Rolle, ob wir das gleiche Blut haben oder nicht. Sie haben mich zu dem gemacht, der ich bin. Guck mal. Alrighty, oh, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich freuen. Ansonsten, wie gesagt, abonniert diesen Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und der Top-Kommentar vom letzten Video wird hier einmal eingeblendet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss!